Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Online-Vortrag Was ist meine Immobilie wert? Mein Name ist Christian Hrdlicka und ich darf Sie heute durch dieses Thema begleiten. Ganz kurz zu mir: Ich bin seit über 30 Jahren in der Immobilienbranche tätig, habe eine Menge an Erfahrung und Wissen gesammelt und darf dieses Wissen nun mit Ihnen teilen, aber auch mit anderen Menschen teilen, indem ich bei verschiedensten Ausbildungseinrichtungen bis hin zu Universitätslehrgängen mein Wissen mit Studierenden und Teilnehmerinnen und Teilnehmern teilen darf. Hier bei uns in der Remix-Organisation bin ich für das Thema Aus- und Weiterbildung verantwortlich und daher denke ich, dass ich Ihnen hier einiges Interessantes zu diesem Thema nun weitergeben kann. Ja, unser Thema für heute Abend: Was ist meine Immobilie wert? Ist ja ein durchaus spannendes Thema. Aber damit wir auch wissen, wie wir mit diesem Thema umgehen, hier kurz der Überblick der nächsten Zeit, die wir miteinander verbringen. Wir werden uns anschauen, wie ist denn der Immobilienmarkt im Jahr 2020 tatsächlich gewesen? Wie schaut die Prognose für das heutige Jahr aus der Sicht der Experten aus? Wir werden uns natürlich, wenn es um den Wert geht, mit den gängigsten Bewertungsverfahren auseinandersetzen. Und zum Abschluss darf ich noch ein paar konkrete Schlüsse für das Thema Immobilie, Ihre Immobilie, mit Ihnen auch noch teilen. Der Immobilienmarkt 2020, warum schauen wir überhaupt auf diesen Immobilienmarkt hin? Nun, das liegt daran, dass wir natürlich, wenn es um den Wert der Immobilie geht, unbedingt auch den Immobilienmarkt im Auge haben müssen. Denn je nachdem, wie sich dieser Markt gestaltet, hat das auch entsprechend Einfluss auf den Wert einer Immobilie. Weil es auch darauf ankommt, ob dieser Markt gut funktioniert oder nicht gut funktioniert, wie das Thema Angebot und Nachfrage miteinander korreliert. Und all das sind Einflüsse, die eben auch auf den Markt und auf den Wert Einfluss nehmen. Und damit ist es wichtig, sich mit diesem auch entsprechend auseinanderzusetzen. Konkret, wenn wir hier hinblicken auf das Jahr 2020, dann können Sie die Kurve der letzten Jahre sehen, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Und Sie erkennen, dass selbst in einem Jahr wie Corona die Verkäufe als solche nicht deutlich weniger geworden sind. Sie sehen hier im Moment eine Hochrechnung, weil wir noch nicht die letzten Zahlen des Jahres 2020 fertig erheben haben können. Aber wir arbeiten gerade daran, dazu später ein bisschen mehr. Aber Sie erkennen, es ist ein hoher Anteil an Kaufverträgen, die im Grundbuch eingetragen worden sind, nach wie vor da. Das heißt, der Markt befindet sich auf einem sehr, sehr guten Niveau nach wie vor. In weiterer Folge, einmal zu viel, sehen wir auch mit einem Blick auf die Verkaufswerte, wie sich diese in den letzten Jahren entwickelt haben. Und das Volumen der Immobilien, die in diesen Jahren verkauft worden sind, hat ja mittlerweile die über 3 Milliarden Grenze erreicht, Entschuldigung, 30 Milliarden Grenze erreicht und wird für das Jahr 2020 von der Prognose her ein wenig unter dem des Jahres 2019 liegen, aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau am Ende des Jahres stehen. Für den Bereich der Eigentumswohnungen auch hier einen kurzen Blick darauf. Auch hier die Anzahl der verkauften Eigentumswohnungen im Jahr 2020, die nach der Hochrechnung knapp unter dem des Jahres 2019 liegen wird. Also auch dieser Markt ist nach wie vor gut und funktioniert ausgezeichnet. Wenn man sich mit dem Gedanken trägt, Eigentumswohnungen zu kaufen oder zu verkaufen, findet man auch hier eine sehr gute Marktsituation vor. Grundstücke sind auch ein sehr spannendes Thema, weil während man Häuser bauen kann, während man Wohnungen errichten kann, also ein Gut hat, das sich noch vermehren lässt, ist es bei Grundstücken ganz genau anders. Grund und Boden, wie wir ja wissen, ist ein Gut, das sich nicht vermehren lässt. Das gibt es in beschränkter Anzahl und deswegen schaut man dort auch ganz genau hin, wenn es um die Entwicklung der Preise in diesem Segment entsprechend geht. Und wenn Sie da einen Blick mit mir gemeinsam machen auf die Grundstückspreise der in Österreich im ersten Halbjahr 2020 abgewickelten Transaktionen zu finden ist, dann können Sie erkennen, dass es hier ein paar Ausreißer gibt und auch sowohl nach oben wie auch nach unten. Der durchschnittliche Grundstückspreis pro Quadratmeter in Österreich war bei 71 Euro. Nicht täuschen lassen, natürlich sind in diesen Grundstückstransaktionen auch landwirtschaftliche Flächen drinnen, die natürlich bei weitem nicht die Preise erzielen können, wie es bei entsprechenden Baulandflächen der Fall ist. Aber im Mittel liegen wir also, wie gesagt, bei 71. Die teuersten Grundstücke,
fast wie zu erwarten sind, in Region Wien zu finden, weil dort natürlich sehr viel, sehr dicht gebaut wird und dort auch kaum noch Grundstücke zur Verfügung stehen und damit auch den Preis entsprechend nach oben treiben, gefolgt von Vorarlberg und Tirol, wo also auch bekannterweise sehr wenig Grund zur Verfügung steht. Wie sieht das bei den Einfamilienhäusern aus? Da liegt der durchschnittliche Wert eines Einfamilienhauses in Österreich für das erste Halbjahr 2020 bei rund 270.000 Euro. Aber auch hier gibt es natürlich auch wieder Top 3 Regionen, wo diese Häuser mehr Wert erlösen, wenn man sie verkauft. Und auch hier führt Wien dieses Ranking an, gefolgt von Tirol und Vorarlberg. Auch Salzburg spielt in diesem Bereich schon mit. Also Sie sehen, recht stolze Preise, die mittlerweile für Einfamilienhäuser in Österreich im Schnitt in der Region verkauft werden. Es gibt natürlich auch in Wien Häuser, die mehr Erlös bringen, und welche, die weniger Erlös bringen, sind immer die Schnittwerte, die Sie hier angeführt sehen. Ja, ein nächster Blick wäre der auf die Eigentumswohnungen, weil auch die sind ja entsprechend attraktiv in der Nachfrage. Es geht ja darum, Eigentum zu begründen, und das gibt teure und weniger teure Varianten, und Wohnungen sind die eher leistbaren. Bei Häusern muss man dann doch schon etwas tiefer in die Geldbörse greifen. Darum ist auch der Blick auf die Eigentumswohnungen ganz spannend. Hier sehen wir mit dem Blick auf das erste Halbjahr 2020 in Österreich einen Querschnitt von 216.000 Euro. Und hier dreht sich das ein wenig um. Da ist das teuerste Bundesland von diesen Entwicklungen her Vorarlberg, das hier vor Tirol und Salzburg liegt und dann erst Wien an vierter Stelle kommt, was natürlich auch daran liegt, dass deutlich mehr Wohnungen in Wien gebaut worden sind, und mehr Angebot drückt sich natürlich auch entsprechend in der Preisgestaltung am Ende des Tages aus, und das zeigt sich auch in dieser Chart sehr deutlich. Ja, die Frage ist dann immer, ja, Zahlen sind spannend, aber woher kommen Zahlen? Das ist auch ganz wichtig, dass man sich die Quelle der Zahlen ansieht, wenn einem Zahlen präsentiert werden. Und man sollte sich nicht auf, so wie dieses Bild es vorgibt, auf die Kaffeesudleserei verlassen, sondern man sollte wirklich die Datenquellen sich ansehen und ansehen, wie man entsprechend zu seriösen Daten kommt, um mit diesen zu arbeiten. Das heißt, es gilt nicht das Bauchgefühl, es gilt nicht den Finger in den Wind zu halten und zu schauen, was könnte denn so theoretisch rauskommen, sondern es sollte wirklich eine seriöse Datenbasis hergenommen werden, um Aussagen zu treffen, wenn es darum geht, hier entsprechende auch Preise herzuleiten. So, das heißt, diese Zahlen kommen daher woher? Sie finden all diese Zahlen im RIMEX Immospiegel. Was ist dieser RIMEX Immospiegel? Dieser RIMEX Immospiegel listet alle Verkäufe auf, die im Jahr 2020, beziehungsweise das, was wir bis jetzt gesehen haben, eben erst im ersten Halbjahr 2020 tatsächlich stattgefunden haben, die im amtlichen Grundbuch eingetragen worden sind. Verbüchert nennt man das landläufig dazu. Und zwar wirklich jeder einzelne Kaufvertrag, der eingetragen worden ist, ist dort Stück für Stück ausgelesen worden, ist digital erfasst worden und dann entsprechend in ein Datenkonvolut gestellt worden. Und dieses Datenkonvolut übernehmen dann wir und verarbeiten es zu den entsprechenden Statistiken, zu den jeweiligen einzelnen Objektgruppen, um es dann Ihnen auch entsprechend als Information zur Verfügung stellen zu können. Vielleicht auch interessant, wer liest denn das überhaupt, diesen Immospiegel? Ist das ein Hobby, das wir einfach nur betreiben, weil wir vielleicht sonst zu wenig Zeit oder zu viel Zeit hätten, die wir irgendwie sinnvoll nützen müssen? Nein, das ist ein Datenmaterial, das mittlerweile auch tatsächlich Anerkennung findet am Markt in Österreich. Und Sie sehen es hier, die Österreichische Nationalbank referenziert immer, fragt auch bei uns nach, nach der Aktualisierung dieser Daten, und es hat sogar schon einmal gereicht, dass es bis nach Amerika in die Federal Reserve Bank gegangen ist, die auch mit diesen Daten für ein offensichtlich europäisches Prognoserechnen für sie selber in Nutzung gegangen sind. Das eine ist, was in der Vergangenheit passiert ist, aber das zweite, was natürlich mindestens genauso spannend ist, ist der Blick in die Zukunft, und ein Blick in die Zukunft wäre eine Prognose. Das heißt, was wirst denn so der Trend für das Jahr 2021, wo wird sich denn das Thema Immobilie, die Märkte, die Nachfrage, das Angebot und die Preise hin entwickeln? Und das ist natürlich eine spannende Frage, und dazu braucht es einige Experten, die man hier dazu auch heranziehen kann, um dieses Thema auch wirklich gut aufklären zu können. Wie gehen wir dabei vor? Ja, wir befragen jene Experten und fragen sie, wie ihre Einschätzungen für das Jahr
sein werden, wie wird die Nachfrage sich entwickeln, wie wird sich das Angebot entwickeln, wie wird sich der Preis entwickeln. Und Sie sehen hier einen Blick über die letzten Jahre hier dargestellt. Und da können Sie wunderbar hier auch die Korrelation von Angebot, Nachfrage und Preis wunderbar ablesen und die Entwicklungen, die dann aus der Prognose für das heutige Jahr von den Experten erwartet wird. Auch interessant, wenn wir das ein bisschen zerpflücken in die einzelnen Immobilienarten, in die einzelnen Kategorien. Auch hier die Erwartungen, die eine positive Prognose haben, sind 9 Objektkategorien, die hier von den Experten in diese Richtung entsprechend dargestellt werden, und 8 Objektkategorien, die eine negative Entwicklungstendenz in der Prognose haben. Das hat sich ein wenig verändert. Im letzten Jahr war das ausgeglichen. Hier haben wir jetzt im Augenblick aber mit plus 9 und minus 8 sind wir relativ ausgeglichen, aber es haben die positiven Entwicklungsprognosen auch doch zugenommen. Also wir schauen optimistischer in die Zukunft, was das Jahr 2021 betrifft, als es noch im Jahr 2020 bzw. 19 für 2020 der Fall gewesen ist. Ja, wo kommen jetzt diese Zahlen her? Wer sind diese Experten? Es ist der RE/MAX Real Estate Future Index, bei uns kurz auch REFIX genannt, der für das Jahr 2021 erstellt worden ist. Wie sieht das aus? Es kommt zu einer strukturierten Befragung der Experten, und in diesem Fall sind unsere Maklerinnen und Makler die Experten, 560 Maklerinnen und Makler, die in den 110 Standorten der RE/MAX-Organisation in Österreich, über ganz Österreich flächendeckend tätig sind, die in ihren regionalen Märkten aktiv sind, die dort ihre Märkte kennen, bis in den Mikroraum hinein kennen und damit auch die entsprechenden Aussagen über Entwicklungen, über Trends treffen können, weil sie das ja auch schon über einige Zeit am Markt begleiten und daher diese Aussage ganz gut auch treffen können. Ja, wie gesagt, ganz Österreich, und die Umfrage wird immer am Ende des Jahres gemacht. Vielleicht, wie valid sind Daten, die bei so einer Umfrage rauskommen? Wie repräsentativ ist es dann tatsächlich für ganz Österreich? Nun, mit 560 befragten Spezialisten würde ein renommiertes Marketinginstitut in Österreich, wenn es österreichweite Umfragen macht, bereits von einer sehr validen Menge ausgehen und damit auch wirklich eine repräsentative Umfrage auf diese Art und Weise auch nach außen darstellen können. Also das sind Daten, die Sie hier bekommen, die tatsächlich sehr, sehr auch als valide angesehen werden können. Ja, und diese Zahlen, die ja nicht auf alte Zahlen des Marktes des letzten Jahres zurückgreifen, sondern eine Prognose für das neue Jahr sind, wen interessiert so etwas? Wir haben hier eine kleine Auflistung, dass es natürlich die Medien sehr, sehr gerne annehmen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich möchte aber die Aufmerksamkeit auf die letzten 2 Punkte richten, wer noch mit diesem Thema ganz intensiv arbeitet, ist zum einen die österreichische Notariatskammer, weil die natürlich immer auch das Thema bei Schenkungsverträgen, bei Erbschaften haben, wo sie auch auf diese Datenmenge ganz gerne zugreifen, um ihre Kunden, ihre Klientel gut beraten zu können. Und auch wieder die österreichische Nationalbank, wie auch die Europäische Zentralbank, die auf diese Daten zugreifen, um Entwicklungsprognosen, Tendenzen der Märkte, vor allem auch im Bereich der Immobilien, was sich ja auch auf die Gesamtwirtschaft in weitester Folge auswirkt, entsprechend ableiten zu können. So viel zum Markt und wie wir uns den Markt generell organisieren, von der Information, von den Daten her, Blick aufs Vergangene, Blick in die Zukunft, wollen wir jetzt zum Thema der Wertermittlung entsprechend hineinwechseln. Die Wertermittlung als solche ist natürlich schon ein spannendes Thema, denn der Erwerb oder auch der Verkauf einer Immobilie, alles, was mit der Immobilie zu tun hat, ist in der Regel eine der größten Finanztransaktionen, die ein Mensch in seinem Leben privat abwickelt. Das heißt, man hält hier ein sehr, sehr hochwertiges, sehr wichtiges Gut in Händen oder denkt über eine Anschaffung nach. Und daher ist es ganz wichtig, entscheidende, gute Entscheidungsgrundlagen zu bekommen, um dann entsprechend auch eine gute Entscheidung zu treffen, was man denn jetzt mit einer Immobilie in welcher Form auch immer anstellen möchte. Das heißt, wir müssen uns hier mit diesem Thema sehr fundiert auseinandersetzen, damit jeder Kunde, jeder Mensch, der mit uns in diesem Thema auch zu tun hat, wirklich eine gute und möglichst auch treffergenaue Auskunft erhält. Ja, worum geht es beim Bewerten von Immobilien? Auch bei Immobilien gilt, selbst wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht, am Ende sind immer Emotionen im Spiel. Und diese Emotionen sind natürlich dann besonders intensiv,
wenn es um den Verkauf geht, wenn mein Herzblut in dieser Immobilie steckt, sei es Herzblut, weil ich selber angepackt habe, um diese Immobilie zu sanieren oder zu bauen, oder Herzblut, weil ich diese Immobilie seit Generationen im Besitz meiner Familie sind. Also da steht sehr viel Emotion dahinter und die beeinflusst meinen Blick auf das Rationelle, auf den tatsächlichen Wert in der Relation zu Angebot und Nachfrage und Marktsituation. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Erwartung des Käufers, zum einen im Sinne der Nutzung, also wie möchte er das haben, kann er das 1:1 haben, muss er hier entsprechende Adaptierungen vornehmen oder will er gänzlich was anderes damit machen, und auch der bringt natürlich Emotionen ins Spiel, wenn es darum geht, über den Preis zu diskutieren. Und wenn ich da keine vernünftige Grundlage habe, wo ich über diesen Preis sprechen kann, kann an diesen Emotionen natürlich sehr vieles scheitern, oder aber der eine oder der andere verkauft zu billig oder kauft zu teuer, wo auch wiederum beide dann nicht das Gefühl haben, dass es für sie eine gute Angelegenheit war, dieses Geschäft gemeinsam gemacht zu haben. Ja, und Wert ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, auch eine Frage des Umfeldes. Und wenn Sie hierher schauen und sich die Frage stellen, was ist denn ein Liter Wasser wert? Wenn Sie sich das obere Bild ansehen und in den Supermarkt gehen und es gibt eine Unmenge an Auswahl, dann können Sie sich schon vorstellen, dass diese eine Flasche vom Wert her natürlich weniger wertvoll ist wie eine Flasche, die Sie unten ganz, ganz dringend trinken wollen, weil Sie mitten in der Wüste sind und eigentlich kaum noch genügend Flüssigkeit selbst haben und damit jeder Tropfen sehr, sehr wertvoll geworden ist. Das heißt, dieser Wert einer Sache ist abhängig von Ort und Zeit, wie mit dieser Sache zu verfahren ist, und ist damit auch niemals konstant. Auch der Wert einer Immobilie ist nicht immer konstant, weil sich Angebot und Nachfrage eben verändern können. Und da braucht es dann Partner, die diesen regelmäßigen Blick auf den Markt haben, um genau diese Trends auch ableiten zu können, um einen Wert gut definieren zu können. Was auch wichtig ist, ist nicht nur das Umfeld, es ist auch der Blickwinkel, wie ich hinsehe auf eine Immobilie. Ja, es gibt hier unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Standpunkte, die zum einen emotional natürlich ausgelöst sein können, die aber auch durchaus durch Erwartungshaltungen ausgelöst sein können. Wir haben hier ein nettes Beispiel mitgebracht, wo eigentlich ein und dieselbe Immobilie als Grundlage aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Situationen, unterschiedlicher Motivationen gesehen werden kann. Sie sehen links oben das Haus aus der Sicht des Verkäufers. Wunderschön, schön hergerichtet, in einem sehr guten Zustand, in einer durchschnittlichen, aber guten Größe. Der Käufer wiederum sieht die gleiche Immobilie mit einem ganz anderen Blickwinkel, denn er möchte natürlich, wenn es geht, nicht allzu viel zu bezahlen, und wenn es um die Quadratmeter geht, die den Preis nach oben treiben, dann sieht er das natürlich schon ein bisschen kompakter, als es vielleicht der Verkäufer sieht. Wenn es bei der Bank geht, um einen Kredit zu bekommen, dann haben vielleicht auch einige von Ihnen schon festgestellt, dass das, was die Bank dann in ihren Gutachten feststellt, um die Besicherung einer Liegenschaft entsprechend zu berechnen, auch hier ganz andere Werte, als vielleicht dann am Ende bezahlt werden, dabei herauskommen. Ja, und die natürlich den höchsten Wert in einer Immobilie sehen, sind angeblich die Herren und Damen des Finanzamts, weil da geht es ja darum, entsprechende Steuern an diesem Wert der Immobilie auch anknüpfen zu können. Also Sie sehen, es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie ich auf ein und dieselbe Sache hinsehe, aber trotzdem unterschiedliche Emotionen, unterschiedliche Wahrnehmungen daraus entstehen. Das heißt, das Neutralisieren ist hier ein ganz ein wichtiger Faktor, und den kann halt in der Regel jemand tun, der einen Abstand zur Sache hat und der nicht emotional in die Sache involviert ist, und daher macht es Sinn, sich einmal damit auseinanderzusetzen, wer könnte denn da ein wirklich guter Partner in der Sache sein. Lassen Sie uns jetzt kurz einen Blick auf die Bewertungsverfahren legen, und es gibt ja dazu grundsätzlich mehrere Bewertungsverfahren. Diese Bewertungsverfahren hängen aber dann davon ab, was denn das Ziel ist, welche Aussage ich treffe, welche Fragen ich mir zu einer bestimmten Immobilie stelle, und hängen dadurch entsprechend vom Objekt ab. Ja, wir haben hier zum Beispiel einen Sachwert, wo werde ich dort anwenden, wo es darum geht, den Wert einer Sache als solches einmal zu definieren, und wenn ich keine vernünftigen, auch vergleichbaren Objekte finden kann. Das heißt, ich gehe über einen Neubau, was würde ein Neubau kosten? Wenn ich ihn gleich errichte, dann sowieso habe ich in der 1:1 Umrechnung den Sachwert dieses Objektes. Wenn ich das aber auf eine bestehende Liegenschaft anwende, errechne ich einmal theoretisch den Neubau und bringe dann entsprechende Abzüge aufgrund des Alters
dazu ins Spiel und das führt entsprechend zu dem dann sogenannten Sachwert. Anders verhält es sich, wenn es eine Immobilie ist, die zum Zwecke der Veranlagung, zum Zwecke eines Ertrages, zum Erzielen von Mieteinnahmen gedacht ist, die natürlich auch einen Sachwert in dem Sinne hat, aber der Schwerpunkt liegt jetzt nicht am Wert der Immobilie selbst, sondern an dem Ertrag, den diese Immobilie erwirtschaftet. Dafür gibt es dann das sogenannte Ertragswertverfahren. Für Immobilien, die gleichwertig sind, wo ich viel am Markt habe, die auch gut vergleichbar sind, gibt es das Vergleichswertverfahren. Und am Ende kommt als Ergebnis dann auch immer noch der Marktwert heraus, weil das ist die Frage, die sich dann ein möglicher Käufer stellt, egal in welchem Segment er hier sucht, denn er möchte dann für sich wissen, und was ist jetzt dann der tatsächliche Wert dieser Immobilie am Markt selbst? Der kann ja durchaus von den errechneten Werten ein wenig abweichen. Ja, kurzer direkter Blick in die einzelnen Verfahren hinein. Diese Verfahren sind ja grundsätzlich geregelt. Das heißt, wir haben in Österreich das sogenannte Liegenschaftsbewertungsgesetz und in diesem Liegenschaftsbewertungsgesetz ist ja vorgegeben, wie mit bestimmten Immobilien, mit welchen Verfahren zu arbeiten ist, um eine gute und vernünftige Aussage auch zu finden. Den Sachwert, wie Sie hier auch vielleicht erkennen können, ist bei Einfamilienhäusern in der Regel das Verfahren der Wahl. Kann natürlich auch Ausnahmen geben, aber in der Regel das Verfahren der Wahl. Man sieht sich den Grundstückspreis an, dieser ist wiederum über ein Vergleichswertverfahren zu finden, weil dort gibt es ja keinen Sachwert in dem klassischen Sinne. Und zu diesem addiere ich dann die Neubaukosten, muss mir dann die Abschreibungen aufgrund des Baujahres nehmen, muss notwendige Sanierungskosten, die eventuell anfallen, noch auch zur Rechnung dazu nehmen und komme dann am Ende auf einen Sachwert, den diese Immobilie heute darstellt. Unabhängig davon, was in der Umgebung für diese Immobilie dieser Art gezahlt wird, ist rein einmal der Wert der Sache, die hier ermittelt worden ist. Dann haben wir das Thema des Ertragswertes. Wie schon gesagt, Ertragswert ist jenes Verfahren, wo ich wissen möchte, welchen Wert hat die Immobilie aufgrund des Ertrages, den sie mir liefert. Ist in der Regel dann, wenn es sich um Mietobjekte handelt oder Bestandsobjekte, also Miete, Pacht, ganz egal, sind Erträgnisse, die aus dieser Immobilie heraus entstehen. Wichtig ist dann dort mit den richtigen Zahlen zu arbeiten. Das heißt, ich darf nur natürlich mit den Netto-Mieteinnahmen pro Jahr kalkulieren. Ich darf die Betriebskosten nicht dazu nehmen. Ich darf keine Umsatzsteuer mit dazu nehmen in die Grundlagenerrechnung dieses Ertragswertes. Ich muss die Fixkosten, die ich habe, herausnehmen. Ich muss das Mietausfallsrisiko bedenken. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hergehen und eins zu eins die Netto-Mieteinnahmen nehmen, denn auf die bestimmte Zeit gibt es ein Leerstandsrisiko, das ich auch hier entsprechend mit bewerten muss. Und es gibt noch das Thema der Instandhaltungskosten bzw. Instandsetzungskosten, je nachdem, in welche Dimension wir eintauchen müssen, die auch, wenn Mieter ausziehen, möglicherweise als Investment für den Vermieter zum Tragen kommen. Also all das gehört entsprechend kalkuliert. Es kommt dann ein Rohertrag pro Jahr heraus, den ich dann auf eine Restnutzungsdauer des Objektes hochrechnen muss und dann mit einem sogenannten Kapitalisierungszinssatz, das heißt, in dieser Lage geben Immobilien dieser Art in etwa eine Renditeerwartung von. Und dieser Kapitalisierungszinssatz ist dann in entsprechenden Tabellen hinterlegt, wo ich dann auf diese Ertragswertberechnung am Ende des Tages hinkomme. Was gibt es noch? Es gibt dann noch den Vergleichswert. Das ist eine scheinbar einfache Variante, ist es aber nicht, weil ich hier natürlich schon auf viel mehr Datenmaterial zugreifen muss, als nur das Errechnen. Und das macht es auch wieder aufwendig, hier eine seriöse Aussage treffen zu wollen. Das heißt, hier vergleiche ich Verkaufspreise von ähnlichen Objekten und die sollten möglichst aktuell sein, also möglichst zeitnah vom Abschlussjahr sein. Objekte, die hier schon vor 10 Jahren verkauft worden sind, sind dazu nicht so geeignet wie jene, die vielleicht in den letzten 3 bis 6, 8 Monaten verkauft worden sind. Das heißt, ich brauche hier den Zugang zum Grundbuch, ich brauche den Zugang zu den Kaufverträgen in dieser Region, um dann auch dort hineinzusehen und mir dann die entsprechenden Daten herauszulesen. Ich muss dann in weiterer Folge Zuschläge vornehmen, wenn es geeignete Zuschlagsparameter gibt. Größe, Lage, Aussicht. Ist es eine Südlage mit einem Fernblick oder ist es eine Nordlage, wo ich auf die nächste Mauer hinschaue? Also all das sind Dinge, die entsprechende Zu- oder Abschläge dann
auslösen und genauso der Zustand der Immobilie, wobei das natürlich bei Vergleichsobjekten eher schwierig ist, das zu erkennen, weil das ja in der Regel nicht irgendwie groß dokumentiert ist. Aber da braucht es dann wiederum die Erfahrung eines Marktteilnehmers, der in der Region sehr viele Immobilien sieht, der in der Region sehr viele Immobilien auch natürlich verkauft oder Verkaufstransaktionen begleitet, weil der dann den Zustand vieler Immobilien auch entsprechend gut einschätzen kann. Das Ergebnis, wie gesagt, ist dann der Vergleichswert, der da herauskommt, wobei ganz wichtig ist, jedes Haus, jede gebrauchte Wohnung ist anders und je mehr Erfahrung man hat und man weiß, wie Immobilien in dieser Art gebaut sind, ausgestattet sind, umso leichter lässt sich hier auch ein entsprechender Wert möglichst gut heraus definieren. Das heißt, je mehr ähnliche Objekte ich habe, die ich auch gut einschätzen kann, desto präziser ist das Ergebnis, das ich aus einem derartigen Vergleichswertverfahren herausziehen kann. Also Achtung, Wert durch Vergleich klingt gut, aber ist sehr wohl genauso eine Herausforderung und ein Aufwand, denn jedes Objekt ist anders. Ich habe Ihnen hier unten ein Bild mitgebracht. Sie sehen hier eine Menge Einfamilienhäuser und ich kann Ihnen garantieren, keines dieser Häuser ist gleich viel wert, selbst wenn es gleich groß wäre. Es ist architektonisch anders, es ist die Raumaufteilung anders, es ist die Ausrichtung anders, es sind die Zubehörsteile an Immobilien anders. Also es gibt hier sehr viele Unterschiede, allein auf den ersten Blick, die mir schon erkennen lassen, dass die Werte dieser Objekte, auch wenn sie annähernd gleich wären, nicht ident sind. Welche, die direkt an der Straße stehen, welche, die hinten am Grüngürtel stehen. Also es ist daher wirklich wichtig, sich mit all diesen Dingen im Detail auseinanderzusetzen, um eine gute und tragfähige Aussage da auch wirklich treffen zu können. Ganz wichtig ist aber jetzt auch noch jener Hinweis, was Sie auch auf gar keinen Fall vergleichen sollten, was auch die Profis auf gar keinen Fall als Vergleich hernehmen sollten, ist das, was Sie im Internet finden. Also es gibt ja jede Menge Internetplattformen, die Objekte zum Kaufen anbieten, aber haben Sie die Gewissheit, es handelt sich dort sehr oft um Wunschpreise, die von Verkäufern in diese Datenbanken hineingestellt werden. Das sind dann am Ende keine realen Kaufpreise, die Sie dort lesen, denn das sind Angebotspreise, die man sich wünscht, die man sich vorstellt, die noch völlig unverhandelt sind von einem potenziellen Interessenten, der dann dorthin kommt. Und es ist auch wirklich unbekannt, wenn man nur auf diese Datenbank alleine hinsehen kann, ob das Objekt überhaupt jemals verkauft worden ist. Wir als Profis haben die Möglichkeit, auf ein Tool zuzugreifen, wo ich genau verfolgen kann, wann ist ein Objekt ins Netz gestellt worden, zu welchen Konditionen ist es ins Netz gestellt worden, wie lange ist es schon im Netz, wie hat sich der Preis über die Zeit der Präsenz im Netz auch entsprechend verändert. Also das können wir mit einem professionellen Tool tun und damit auch ein bisschen besser abschätzen, ob ich mit einem guten Preis einsteige oder nicht einsteige, wenn ich mit der Vermarktung beginne. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges, eine relevante Information, um auch erfolgreich verkaufen zu können. Ja, und aus all diesen Werten, die wir jetzt uns definiert haben, Sachwert oder Ertragswert oder Vergleichswert, muss jetzt noch einmal der Blick auf den Gesamtmarkt drüber gemacht werden, damit wir am Ende des Tages auch tatsächlich einen Marktwert bekommen. Wie kann ich Ihnen das am besten darstellen? Sie sehen hier zwei Bilder. Sie sehen oben ich vergleiche es mit der Wettersituation. Ja? Sie sehen oben die Wetterprognose, die Vorhersage, ja, aufgrund errechneter Modelle, aufgrund errechneter Strömungen gibt es eine Wettervorhersage, es wird am Wochenende super schön werden. Das hören Sie am Donnerstag. Das heißt, super, ich plane einen Grill, ein Fest mit meinen Freunden, weil es wird am Wochenende schön sein und das klappt. Und dann stehen Sie am Samstag in der Früh auf, weil zum Mittag kommen die Freunde und dann bildet sich Ihnen ein ganz anderes Bild. Denn es gibt eine Schlechtwetterzone, die ganz plötzlich entstanden ist und dann da ist. Der Markt hat sich relativ kurzfristig verändert und daher braucht es diese Adaptierung. Das heißt, aus der Theorie in die Praxis überzuleiten, hier aus den errechneten Werten das Thema Emotion und Wettbewerb noch mit hineinzunehmen. Es gibt ja auch Objekte, die sehr, sehr beliebt am Markt sind. Geht schon ein bisschen in die Liebhaberei hinein, also welche, die man unbedingt haben möchte, aufgrund der Lage, aufgrund des Zustands oder der Architektur dieses Objektes. Das heißt, die werden einen besseren Preis erzielen, als es theoretisch errechnet worden ist, aber das gibt es auch auf der anderen Seite. Und darum ist es wichtig, hier Angebot und Nachfrage
tatsächlich in Einklang zu bringen und dann den realistischen Marktwert aus dem hier dann abzuleiten. Warum? Um erfolgreich sollte man verkaufen wollen, erfolgreich verkaufen können, braucht man nicht den Ersten, der sich dafür interessiert. Man braucht auch nicht den, der sich am schnellsten dafür interessiert und entscheiden möchte. Und man muss auch nicht, oder man braucht auch nicht den, der am einfachsten scheint, sich dafür zu entscheiden, sondern Sie brauchen den bestmöglichen Kaufinteressenten, der sich dann mit diesem Thema auseinandersetzen möchte. Das heißt für Sie, wie gehe ich mit diesem Thema am besten um, um hier, wenn ich in der Situation bin, über einen Verkauf nachzudenken, tatsächlich das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Zum einen kann ich darüber nachdenken, wenn ich eine Immobilie habe, na, was sind denn so für meine Immobilien die wertsteigenden Elemente? Was könnte zu Zuschlägen führen, die diesen Markt, diesen errechneten Wert an den Markt noch anpassen? Preissteigernd finden Sie hier ein paar aufgeführt. Das ist die Infrastruktur, sowohl für Verkehr als auch für Einkaufsschule, Kindergärten. Das ist die Lage, Aussicht, natürlich die Architektur, das Baujahr macht auch viel aus mitunter. Wie ist die Ausstattung, wie ist die Renovierung, eventuell Inventar, das mitkommt, wenn es hochwertig ist, kann auch einen entsprechenden Zuschlag auslösen. Inventar wird es aber nicht am Ende des Tages nicht massiv verändern. Genauso wie es Zuschläge gibt, gibt es auch Abschläge. Diese Abschläge sind dann preissenkend und sind das Spiegelbild der vorher genannten. Das heißt, wenn die Infrastruktur ganz schlecht ist, wenn es keine vernünftigen öffentlichen Verkehrsmittel in der Nähe gibt, wenn Sie als Familie mindestens ein zweites Auto brauchen, wenn Sie in dieser Region zu Hause sind. Das kann lustig sein, ist es aber in der Regel normalerweise nicht. Ungünstige Objektgrößen oder ungünstige Raumstrukturen, die eine bestimmte Nutzung nicht einfach möglich machen, Baumängel, die vielleicht vorhanden sind, aber auch Lasten, die im Grundbuch eingetragen sind, führen zu einer Wertminderung, wenn sie nicht vernünftig zu bereinigen sind. Das sind im Konkreten Dienstbarkeiten und Wegerechte, die hier kaum auflösbar sind, aber eine Verringerung des Wertes darstellen. Und das sind auch andere Teile wie Wohnrechte, Ausgedinge, Leibrenten, Zeitrenten, wobei die kann man natürlich dann im Zuge eines Verkaufes durchaus auch berechnen und auch aus dem Grundbuch entfernen lassen. Fakt ist, dass eine zu lange Vermarktungsdauer der Sache schadet. Das heißt, wir beobachten seit Jahrzehnten, dass ein Objekt, das schon sehr, sehr lange am Markt ist, deutlich an Wert verliert. Und es gibt auch eine entsprechende Studie dazu, die das auch schon nachgewiesen hat, wenn der Angebotspreis zu hoch ist, welche Auswirkungen das hat. Und wenn man hier an die 20% Wunschpreis hat und mit über 20% über den Marktwert dort in den Markt hineingeht, dann bekommt man am Ende des Tages nicht den Marktwert, sondern 15% unter dem Marktwert erlöst. Also wir reden dann von 85% statt den 100%, wenn man gleich mit dem richtigen Wert damals in den Markt eingestiegen wäre. Also das nur als kleine Stütze dazu, wenn Sie darüber nachdenken, mit welcher Strategie man vernünftigerweise dann in den Markt gehen sollte. Es gibt auch natürlich weitere Ab- und Zuschläge, die noch steigend oder senkend wirken. Das generelle Umfeld, das Kretzel, in dem man zu Hause ist, kann durchaus steigend, aber auch senkend sein. Wie schaut das Angebot, wie schaut die Nachfrage am Markt aus? Und auch die Grundstücksgröße ist manchmal von Vor-, aber mitunter manchmal auch von Nachteil, je nachdem, wie gerade der Trend der Menschen ist, was sie sich hier entsprechend leisten wollen oder leisten können. Ja, wer hilft dabei? Wir haben es schon erwähnt, die Recherche im Grundbuch ist ganz wichtig, um an hier reelle Daten und Zahlen heranzukommen. Das heißt, man schaut sich im Grundbuch alle Verkäufe an, alle Käufe an, die stattgefunden haben über ganz Österreich. Und wir sind in der wirklich glücklichen Lage, dass wir auf jeden einzelnen Kaufpreis seit dem Jahr 2009, auf jeden einzelnen Kaufvertrag, den es im österreichischen Grundbuch seit dem Jahr 2009 gibt, zugreifen können. Das heißt, wir haben bereits eine sehr, sehr große Datenbank mit Zahlen und Statistiken, die uns je Grätzl, je Region zeigen, wie sich dort Märkte und Preise entwickeln. Und auf die können alle unsere Maklerinnen und Makler auch entsprechend zugreifen, um unseren Kunden entsprechend hier Unterstützung auch anbieten zu können. Das heißt, die Preise finden wir immer, die Quadratmeter findet man nicht immer.
weil die natürlich nicht immer auch im Kaufvertrag angeführt werden. Aber es gibt dann auch bei Profis natürlich auch andere Mittel und Wege, trotzdem in etwa eine vernünftige Größenaussage treffen zu können. Aber das würde auch jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Aber es gibt Möglichkeiten, trotzdem eine Größenaussage treffen zu können, auch wenn der Quadratmeterpreis nicht im Kaufvertrag angeführt sein sollte. Das heißt, idealerweise schätzen Sie nicht aus dem Bauch oder hören nur, was jemand meint, was eine Immobilie wert ist, sondern Sie verlassen sich darauf, dass Sie auch eine entsprechende Analyse bekommen. Eine Analyse, die Ihre Immobilie entsprechend beschreibt, in Worten beschreibt, in Bildern beschreibt, die auch ganz genau auflistet, wie kommt man zu Zu- und Abschlägen, die das auch begründet und dann sagt, ja, die Punkte A und die Punkte C schreiben wir hinein, ohne es näher zu begründen. Sie sind es wert, Ihre Immobilie ist es wert, dass Sie ganz genau wissen dürfen, warum ist das so, warum wird das so gesehen. Und natürlich auch mit den entsprechenden Vergleichen, die erhoben worden sind, um am Ende des Tages hier auf einen entsprechenden Wert kommen zu können. Das Ganze soll Ihnen dienen, die optimale Sicherheit zu bekommen, hier mit einem wirklich vernünftigen Preis, mit einer guten Preisbandbreite in den Markt eintreten zu können. Aber auch das gehört natürlich in diesem Zusammenhang gesagt, es ist keine Garantie, dass dieser Preis auch tatsächlich erzielt werden kann, weder nach unten noch nach oben, denn es braucht letztlich den einen bestmöglichen Käufer, Käuferin, damit dann auch das oder vielleicht sogar ein besserer Verkaufserfolg erzielt werden kann. Wahrheit ist das Wort, das in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiges ist, nämlich der Wert der Wahrheit ist hier entscheidend. Das heißt, wir sollten bei der Bewertung, wenn man sich auf den Weg macht, nicht allem Glauben schenken, was man zu hören bekommt. Also ich bin in meiner Erfahrung über die Jahre, eigentlich muss ich sagen fast schon Jahrzehnte, auch immer wieder damit konfrontiert worden, dass mir Verkäufer erzählt haben, wie tolle Nachbarn sie haben oder hatten, weil die haben ein Objekt, das mit ihrem vergleichbar wäre, zu einem ganz tollen Preis verkauft. Und wenn man dann danach den Faktencheck gemacht hat, wenn man sich die Kaufverträge angesehen hat, dann findet man plötzlich ganz andere Werte heraus, sondern hat sich einfach nur dieser ehemalige Nachbar entsprechend gut positionieren wollen als toller Verkäufer, der hier einen tollen Preis bekommen hat. Die Tatsache war dann eine andere. Das heißt, es ist die Wahrheit notwendig. Wahrheit kann schön sein, Wahrheit kann aber auch traurig sein, Wahrheit kann auch Schmerzen bereiten, aber die Aufgabe eines Profis ist es, Ihnen genau diese Wahrheit trotzdem ungeschminkt zu sagen. Wenn es Dinge gibt, die eben für die Immobilie preismindernd sind, dann gehören diese angesprochen und es gehört, verzeihen Sie mir, aber es gehört Ihnen nicht nach dem Mund geredet, nur damit Sie das hören, was Sie hören wollen, sondern ein Profi muss Ihnen sagen, was Sache ist und nicht, was Sie vielleicht ganz gerne hören wollen. Das heißt, wir brauchen den Zugang zu realen Preisen, zu realen Verkäufern und Käufern, die auch wahrheitsgemäß berichtet und dokumentiert wird, damit wir zu keinerlei Übertreibungen oder Untertreibungen führen. Denn wir wissen, glaube ich, auch aus dem täglichen Leben, nicht alles, was gesehen, gehört oder berichtet wurde, hält dann einem entsprechenden Faktencheck stand. Ich glaube, wir alle kennen die Begriffe des Jägerlateins oder auch die Geschichten der Fischer, die so große, tolle Fische gefangen haben, die am Ende dann vielleicht so groß waren. Auch noch immer toll, dass sie ihn gefangen haben, aber die Ergebnisaussage war eine andere, weil ob es jetzt ein 3-Kilo-Fisch oder ein 30-Kilo-Fisch ist, macht am Ende des Tages dann doch auch einiges aus. Daher Faktencheck. Übrigens, falls Sie sich fragen, welches Tier das war, die Oberösterreicher und Ihnen kennen das vielleicht, das nennt man den Wolpertinger. Auch ein Tier, von dem behauptet wird, dass es immer wieder gesehen wird, in Wahrheit rein anatomisch oder zoologisch kann es dieses Tier gar nicht geben, aber es überlebt trotzdem die Legende und es soll es geben. Die Schotten haben das mit dem Loch Nessie, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, das heißt, was zählt am Ende des Tages? Wenn Sie sich über den Gedanken des Verkaufens auseinandersetzen, dann zählt es, ein Verkaufsergebnis zu erzielen, nämlich das bestmögliche Verkaufsergebnis, das für Sie dann am Ende des Tages herauskommen soll. Dazu braucht es, wie gesagt, die richtige Methode der Wertermittlung, dass Sie sich auch im Verkaufsprozess wirklich dem realen Wert annähern können und damit auch einem Ergebnis, das positiv für Sie herauskommt, dass Sie ein Ergebnis erzielen, das für Sie positiv ist, mit dem Sie leben können.
dass sie auch wissen, was bezahlt denn ein Interessent tatsächlich in einem fairen Wettbewerb. Und für einen fairen Wettbewerb, das sagt schon das Wort, reicht es nicht aus, einen Interessenten zu haben. Dazu braucht es zumindest zwei, wenn nicht mehr Interessenten. Das heißt, wir suchen den bestmöglichen Interessenten und den finden wir halt nur dann, wenn es uns gelingt, ausreichend Nachfrage, wenn es Ihnen gelingt, ausreichend Nachfrage zu produzieren. Denn wir wollen, wie gesagt, nicht nur einen, sondern wir wollen den Besten haben. Und der beste Käufer kommt nicht zutage, wenn es der einzige ist, der auftaucht. Das heißt, es gehört sehr vieles dazu getan, um diesen Bestmöglichen auch tatsächlich zu finden. Und da braucht es wirklich wieder Know-how, um das auch tatsächlich möglich zu machen. Das heißt, für Sie zählt in weiterer Folge, sich darüber Gedanken zu machen, wie möchte ich denn jetzt hier den nächsten Schritt gehen. Verkaufen, ja, schön und gut, ist aber nicht meine Option, die ich im Moment habe. Das heißt, Ziel ist es, das Wissen über den Wert meiner Immobilie zu erreichen. Dann können wir Ihnen natürlich dabei auch gerne zur Seite stehen. Sie haben die Chance, hier bei uns ein kostenloses Beratungsgespräch einmal anzufragen, hier über auch unsere Kontaktseite www.remax.at/Vortrag, über die Sie ja auch hier sich bereits eingeloggt haben, haben Sie die Möglichkeit, auch einen entsprechenden Beratungstermin zur Bewertung Ihrer Immobilie einmal in Anspruch zu nehmen. Daraus ergibt sich möglicherweise eine Marktanalyse oder wenn Sie das auch aus anderen Gründen brauchen sollten, besteht sicher auch die Möglichkeit, ein entsprechendes Gutachten anzufordern und das wird dann im Detail dann mit Ihrem Ansprechpartner im Netzwerk auszumachen sein. Das Zweite ist, Sie haben vielleicht das Ziel, doch zu verkaufen und möchten bestmöglich betreut werden, möchten bestmöglich einen Preis am Markt erzielen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, auf der gleichen Seite www.remax.at/Vortrag ein entsprechendes Beratungsgespräch, das kostenlos und unverbindlich ist. Also Sie sind daher nicht gezwungen, nachher gleich irgendeinen Vertrag zu unterschreiben. Nutzen Sie einfach das Know-how eines Profis, mit ihm einmal darüber zu plaudern, wie denn das aussehen könnte. Denn um das Ergebnis, über das wir gerade gesprochen haben, zu erzielen, braucht Ihre Immobilie professionelles Immobilienmarketing. Das heißt, wir müssen möglichst viele Kanäle bespielen, um ausreichend Nachfrage zu generieren, denn diese Nachfrage erhöht dann die Chance, wirklich einen bestmöglichen Preis am Markt auch zu realisieren. Und wir haben auch die Möglichkeit, dann dieses Prozedere, diesen Preis auch dann am Markt tatsächlich zu eruieren, über ein digitales Angebotsverfahren darzustellen, ein Verfahren, das maximale Transparenz und Fairness zulässt und hier auch weder den Abgeber noch den Interessenten oder die Interessenten in die Situation versetzt, dass da vielleicht irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugehen könnte. Also da haben wir die Möglichkeiten, die Tools hier mit Ihnen zu arbeiten. Kurz ein Wort noch zur professionellen Vermarktung, nur dass Sie eine Idee haben. Ein Immobilienmakler macht mehr als nur schnell ein Inserat zu schalten und dann schön einmal eine Tür aufzusperren und dann wird fleißig Provision verrechnet, sondern vergegenwärtigen Sie sich, es sind 16 einzelne Schritte notwendig, um eine Immobilientransaktion vernünftig zu begleiten, professionell zu begleiten, bestmöglich zu begleiten, um auch ein gutes Ergebnis für beide Vertragspartner, die am Ende des Tages ja überbleiben, auch zu gewährleisten. Das beginnt beim Aufbereiten, das beginnt beim Marketing, das beginnt bei der Qualifizierung. Sie wollen ja auch mit Menschen zu tun haben, wo Sie wissen, die können sich das leisten, wenn sie zu Ihnen kommen, um eine Immobilie zu kaufen. Das heißt, all das ist Job eines professionellen Immobilienmaklers, der möglicherweise für Sie eine Option ist, mit dem Sie dann hier aktiv diesen Weg einmal besprechen, wie denn der aussehen könnte. Das heißt, wo bekommen Sie jetzt mehr Informationen? Zum einen, wenn Sie sagen, das war wunderbar, danke, mich interessieren vorerst aber nur die aktuellen Marktzahlen, ich möchte einmal up to date sein, wie denn der Immobilienmarkt nun im Jahr 2020 tatsächlich ausgesehen hat, dann kann ich Ihnen heute anbieten, Sie können unseren Remax Immospiegel 2020 bereits heute vorbestellen, dazu gehen Sie einfach wieder auf die remax.at/Vortragsseite. Dort haben Sie die Möglichkeit, sich vorzumerken. Sie hinterlassen dort einfach Ihre Mailadresse und wir können dann, sobald dieser Marktbericht vorliegt, und das wird im März der Fall sein, Ihnen diesen dann zur Verfügung stellen und hier Ihnen die Möglichkeit geben, einmal nachzulesen. Der Vorteil für Sie wird sein, dass Sie nicht nur den großen Überblick, den ich Ihnen heute gezeigt habe, dort herauslesen werden, sondern Sie können ihn auf,
auf Landes- und Bezirksebene hinunterbrechen und können daher genau Ihre Region sich ansehen, was dort die Tendenz der Preise im letzten Jahr gegeben hat. Das heißt, wie gesagt, ich brauche nur Name und E-Mail-Adresse, die Sie dort eintragen, und dann funktioniert das. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn Sie hier von unserer Vortragsreihe erfahren haben, aber noch keinen Kontakt mit einem unserer Maklerinnen oder Büros vor Ort gehabt haben, haben Sie die Chance, über die gleiche Seite Vortrag ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Oder Sie gehen unmittelbar auf die Seite, ich will bewerten, ich will verkaufen oder vermieten, mit den jeweiligen Zusätzen. Ich habe sie noch hier auf der Folie noch einmal mitgeschrieben. Dort können Sie unmittelbar gleich sich eintragen und einen Termin vereinbaren. Sie werden dann von einem unserer Profis vor Ort kontaktiert werden. Welche Möglichkeit haben Sie noch? Sie kennen bereits ein Remix-Büro in Ihrer Region, kennen vielleicht sogar schon mit einem Makler, haben auch schon mit den Damen und Herren dort vor Ort Kontakt gehabt. Na, dann natürlich ist es naheliegend, dass Sie sich genau mit jenen jetzt dann im Anschluss zusammen telefonieren, eine E-Mail schicken, wenn das Interesse für eine Beratung, Wert oder Verkauf für Sie im Raum steht, um einmal so über die nächsten Schritte gemeinsam nachzudenken. Sollten Sie die Kontaktdaten gerade nicht zur Hand haben, auch die finden Sie auf unserer Homepage unter remax.at/Immobilienbüros. Achtung, keine Üs schreiben, UE schreiben, Immobilienbüros schreiben, damit Sie auch gut landen. Dort geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein oder Sie kennen den Namen des Büros oder den Namen des Maklers und dann werden Ihnen die entsprechenden Daten auch sofort angezeigt und Sie können gleich in Kontakt treten. Oder Sie haben weder das eine noch das andere momentan vor, Sie wollen vielleicht nur einmal erste weiterführende Informationen haben, dann können Sie natürlich auch gerne an uns herantreten unter der E-Mail-Adresse info@remax.at und dort Ihre Wünsche deponieren. Und vielleicht, wenn Sie noch Fragen haben, die sich aus dem Vortrag heute ergeben, die Sie glauben, dass Sie sie bei uns auch stellen können, auch einfach hier an diese E-Mail-Adresse entsprechend weitergeben. Ja, damit biege ich in die Zielgerade ein. Ich darf noch einen Hinweis setzen. Der nächste Vortrag, den wir im Rahmen unserer Serie hier im Frühjahr anbieten, ist der 31. März, wieder um 18 Uhr, wieder ein Mittwoch. Wenn Sie Interesse haben, freue ich mich, wenn Sie wieder vorbeikommen. Das Thema wird sein Verkaufen, Vererben, Verschenken. Auch ein Thema, mit dem wir im Laufe unseres Lebens auf die eine oder andere Art immer natürlich in Kontakt kommen. Dazu wird es ein paar Inputs geben, wie man mit den jeweiligen Themen idealerweise umgeht, sich bestmöglich darauf vorbereitet. Und ich lade Sie ein, wenn Sie wollen, wenn das Thema für Sie interessant ist, können Sie auch jetzt schon auf der Seite remax.at/Vortrag eine Terminerinnerung sich eintragen lassen, dass Sie ein E-Mail bekommen oder es sogar schon in Ihren Kalender, wenn Sie einen digitalen Kalender verwenden, entsprechend eintragen lassen. Ja, und in diesem Sinne sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es freut mich, dass Sie hier heute teilgenommen haben, dass Sie es bis jetzt durchgehalten haben und ich hoffe, es war sehr viel Interessantes für Sie dabei und wenn wir Ihnen weiterhelfen können, unsere Türen stehen offen, unser Wissen steht für Sie bereit, greifen Sie darauf zu. Einen schönen Abend.